In einer Zeit, in der Actionfilme und Superheldengeschichten Hollywoods Brot und Butter sind, reicht es nicht aus, dass die weiblichen Stars dieser Filme talentiert und schön sind. Sie müssen auch einige Stunden trainieren. Von Soldatinnen und Spioninnen bis hin zu intergalaktischen Attentäterinnen und psychotischen Ballerinen. Diese Frauen haben sich schon vor der Kamera mächtig ins Zeug gelegt. Gal Gadot hatte bereits das Gesicht, um eine der berüchtigsten DC-Heldinnen zu spielen, als sie für die Rolle der Wonder Woman in Batman wie Superman Dawn of Justice gecastet wurde. Aber es bedurfte einiger harter Arbeit im Fitnessstudio, um ihren Laufsteg-Modelkörper in einen amazonischen Krafttempel für Wonder Womans eigenständigen Film zu verwandeln. I had 5 months of doing horse riding and martial arts and a lot of body work. Gadot, die zu Beginn ihres Trainings keinen einzigen Klimmzug machen konnte, verbrachte 9 Monate damit, sich für die Rolle aufzuplustern und 17 Pfund zuzunehmen. Sie sagte zu Glamour, das sind alles Muskeln. Ich fühle mich jetzt so viel besser. Wenn man sich stark fühlt, verändert das alles. Die Haltung, die Art, wie man geht. Ich schaue mir Fotos von vor 5 Jahren an und denke, wow, ich war zu dünn. Zwischen ihrer Rollen als Black Widow in Iron Man und den Avengers-Filmen und ihrer Rolle als Cyborg-Attentäterin in Ghost in the Shell musste Scarlett Johansson seit 2010 in Topform bleiben. Für Letzteres musste sie aber auch wissen, wie man mit einer Vielzahl von tödlichen Gegenständen umgeht. Johansson beschrieb ihr Trainingsprogramm als eine Menge Wiederholungen und dann eine Menge taktisches Training, das ich vorher noch nie gemacht hatte, mit Raumräumung und all diesem Zeug, um einfach so effizient wie möglich mit den Waffen umzugehen. Hardcore, ganz sicher. Obwohl es sich immer noch nach viel mehr Spaß anhört als die strenge Gewichtheben und Diätroutine, die sie für Avengers befolgte, die, wie sie es ausdrückte, trainieren wie ein Kerl, essen wie ein Kaninchen beinhaltete. Bis vor kurzem war Alison Brie vor allem für ihre Rolle der Trudy in Mad Men bekannt, eine Rolle, die zwar schauspielerisches Können, aber keine Stuntarbeit erforderte. Als sie also eine Hauptrolle in der Netflix-Serie Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling, bekam, musste sie wie eine Verrückte trainieren, um in Kampfform zu kommen. Manchmal bedeutete das intensive Workouts im Fitnessstudio oder das Tragen von Gewichten über den Boden und manchmal bedeutete es, ihren 220 Pfund schweren Trainer Jason Walsh auf dem Rücken durch den Raum zu tragen. Walsh behauptete, sein Ziel sei es gewesen, Brie zu einer Person zu machen, die austeilen und einstecken kann. Allison sprang von Seilen, landete auf Leuten und drehte sich. Ich wollte sie widerstandsfähig machen, damit sie nicht Gefahr läuft, sich zu verletzen. Um die Rolle der Katniss Everdeen in der Tribute von Panem-Reihe zu spielen, musste sich Lawrence in körperliche Höchstform bringen und sich eine Reihe von Überlebenstechniken aneignen. Zu Lawrence 6-wöchigem Trainingsprogramm gehörte die übliche Zeit im Fitnessstudio für Sprints und Ausdauertraining und natürlich musste sie lernen, einen Bogen wie ein Profi zu halten. Aber als die Schauspielerin nach ihrer Trainingsroutine gefragt wurde, hakte sie auch einige ungewöhnliche Dinge ab. Klettern, auf Bäume klettern. Und Kampf, Laufen und Voltigieren. Nur wenige Schauspielerinnen haben sich jemals so in Form gebracht wie Hilary Swank für ihre Oscar-gekrönte Rolle als Box-Champion in Million Dollar Baby. Für die Rolle stellte Swank ihren gesamten Lebensstil um und nahm eine streng reglementierte Routine an, bei der Training, Mahlzeiten und sogar Schlaf minutengenau geplant waren. Sie sagte, mein Training bestand aus 2,5 Stunden Boxen und ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Gewichtheben jeden Tag, 6 Tage die Woche. Ich habe 19 Pfund Muskeln zugelegt. Swank beschrieb auch, dass sie 10 Eiweiße pro Tag trank und 9 Stunden pro Nacht schlief. Allerdings mit einem Mitternachtswecker, damit sie in den frühen Morgenstunden aufstehen und einen Proteinshake trinken konnte. Für ihre Rolle als Soldatin in Die Akte Jane brachte sich Demi Moore in eine so gute körperliche Verfassung, dass sie sogar einarmige Liegestütze machen konnte. Um die Rolle zu ergattern, trainierte Moore mit einem echten Navy Seal und machte ihre eigenen Stunts sogar für die intensivsten Szenen des Films. Sie sagte, ich hätte reinkommen und die Stuntfrau bitten können, den Hindernisparcours zu machen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich die Gelegenheit verpasst hätte, aus erster Hand zu erfahren, was diese Leute im Training durchmachen. Das ist der Grund, warum ich diesen Film überhaupt gemacht habe. Um Beatrix the Bright Kiddo in Kill Bill spielen zu können, musste Uma Thurman in der Lage sein, Bill auf mehrere Dutzend verschiedene Arten zu töten. Und in mindestens 2 Sprachen. Thurman beschrieb die Litanei der Fähigkeiten, die sie trainieren musste und zählte auf 3 Kung-Fu-Stile, 2 Schwertkampfstile, Messerwaffen, Messerkampf, Nahkampf, Japanisch sprechen. Es war buchstäblich absurd. Thurman sagte über ihr zermürbendes Programm mit dem Kampfkunstmeister Wu Ping, sie haben mich 3 Monate lang 5 Tage die Woche trainiert, von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachts. Und wir durften nicht zu spät kommen und ich durfte nie früher gehen. Während die einen von den damals beeindruckenden Spezialeffekten in Terminator 2, Tag der Abrechnung, schwärmten, waren andere von den muskelbepackten Waffen der Hauptdarstellerin weitaus mehr beeindruckt. Linda Hamilton trainierte wie eine Verrückte für ihre Rückkehr in die Rolle der Sarah Connor. Sie arbeitete 13 Wochen lang, bevor die Dreharbeiten begannen. Ein Programm, bei dem sie jede Menge Ausdauertraining, Krafttraining, Waffentraining und Judo absolvierte und sich sehr 90er Jahre gesund ernährte. Kein Fett,
Angelina Jolie nimmt körperlich anspruchsvolle Rollen nicht einfach nur an. Sie sucht sie sich aus und sucht dann nach Möglichkeiten, sie noch härter zu machen. In einem Sonderbeitrag zu Lara Croft, Tomb Raider, Cradle of Life, verriet Drehbuchautor James V. Hart, dass Jolie an Bord kam, um sich neue Fähigkeiten anzueignen. Angelina had a list of things that she wanted to do in the film. She wanted to ride a horse. She wanted to have an underwater sequence. 7 Jahre später würde sie das alles noch einmal machen für die Titelrolle in Salt. Stunttrainer Simon Crane erklärte: Für ihr Kampftraining haben wir ihr schon sehr früh eine Kombination aus Muay Thai und Krav Maga beigebracht. Das Training umfasste in der Anfangsphase etwa 3 bis 4 Sitzungen pro Woche, die jeweils etwa 2 Stunden dauerten. Als wir mit den Dreharbeiten begannen, trainierten wir in den Mittagspausen oder an den Wochenenden. Auch wenn ihr Gesicht und ihr Körper nie auf der Leinwand zu sehen waren, musste Zoe Saldana für ihre Rolle als Natori in Avatar ein mörderisches Trainingsprogramm absolvieren. Die Schauspielerin musste nicht nur Bogenschießen, Kampfsport und das Reiten ohne Sattel lernen, sondern auch Navi, die fiktive Sprache des Films. Und die 6 Monate, die sie damit verbrachte, diese Fertigkeiten zu erlernen, waren nur der Anfang. Denn sie musste lernen, wie man all das macht, während sie einen Motion-Capture-Anzug und eine Kopfkamera trägt. Insgesamt verbrachte Saldana satte 18 Monate mit der Vorbereitung auf die Rolle. Portman selbst fasst ihr Trainingsprogramm für Black Swan wohl am besten zusammen, wenn sie sagt: Es gab einige Nächte, in denen ich dachte, ich würde buchstäblich sterben. Um sich auf ihre Rolle als Star in Darren Aronofskys Thriller über eine psychisch gestörte Ballerina vorzubereiten, verbrachte Portman ein ganzes Jahr damit, sich die grundlegenden Ballettkenntnisse anzueignen, die für die Ausführung der Choreografie des Films erforderlich sind, und tanzte dabei 5 Stunden am Tag. Jeden Tag. Doch als die Produktion in Gang kam, wurden aus den 5 Stunden täglichem Tanzen 16. Und in Kombination mit einer ultra-restriktiven Tänzerdiät nahm Portman 20 Pfund von ihrer bereits schlanken Figur ab. Trotz des Rufs von Hollywood, sich zu verstellen, ist an der Anstrengung, die diese Schauspielerinnen bei der Vorbereitung auf diese körperlich anspruchsvollen Rollen auf sich nehmen, nichts Falsches. Wenn ihr also das nächste Mal einen Superheldenfilm oder einen Tanzwettbewerb auf der Leinwand seht, solltet ihr euch einen Moment Zeit nehmen, um all die harte Arbeit zu würdigen, die dahinter steckt, bevor die Kameras überhaupt anfingen aufzunehmen.